Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich hier zwischen Goldbach und Remstedt in meinem geliebten Pappelwald. Ja, das ist hier so ein Laubmischwald, überwiegend mit Pappeln, Weiden, Ahorn, teilweise auch Eschen und Holunder. Ja, und ich habe hier eine wunderschöne Stelle mit Judasohren entdeckt. Ja, hier geht's los. Judasohren. Auricularia, Auricula, Judae in Latein. Ja, ich gehe mal hier ganz vorsichtig weiter. Das ist hier ein heruntergefallener Ast. Wir haben hier genug Feuchtigkeit. Und hier sind sie schön geballt zusammen. Und da schauen wir sie uns mal aus der Nähe an. Ja, wie man sieht, haben sie den Namen zurecht. Sieht aus wie ein Ohr. Ja, in der chinesischen Medizin wird er Mu Er genannt. Ja, hier sieht man nochmal ganz genau. Ja, wie ein Ohr. Der Name ist in Ordnung. So. Ja, ich nehme die gerne mit. Ich trockne die. Vielleicht der ein oder andere wird die auch kennen. Wenn er beim Chinesen isst, sind die manchmal in der Suppe drin. Ist dann so ein bisschen gäurig, aber knackig. Ich mag sie getrocknet hervorragend. Man muss nur aufpassen, wenn man sie in der Pfanne hat, wenn sie getrocknet sind. Und die Pfanne ist sehr heiß, dann springen sie hoch. Oder hüpfen aus der Pfanne. Ja, das sieht gut aus. Ja, du. Hier ist alles schon leicht gefroren. Wir hatten die Nacht Frost. Ich will mal einen entnehmen. Ja, der ist schon hart. Aber das macht ja nichts. So. Hier sieht man noch mal schön. So sieht dann die andere Seite aus. Ja. Das sieht schon toll aus. Tja, mit kurzen Impressionen vom Judasohr werde ich mich dann wieder bei euch verabschieden und melde mich demnächst wieder. Euer Pilzfreund Rolli aus Thüringen in Goldbach. Bye bye.